Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zu einem wunderschönen kleinen Spiel, hoffe ich, das ich aus irgendeinem Grund in meiner Bibliothek gefunden habe, das aber irgendwie ziemlich cool aussah, namens The Bridge, meine Damen und Herren. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, das hat sowas Puzzle-mäßiges, aber na, wir werden sehen. Auf jeden Fall falsch. Auf jeden Fall falsch. Das ist ja sehr interessant. Nur alles. Wie, nur alles? Jetzt kann ich mich bewegen. Dass wir den Bildschirm wackeln mussten, sodass das Äpfel runterfallen. Sehr, 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 sehr hübsch und sehr, sehr artistisch dann auch schon wieder. Also, meine innere Kraft vorwärts zu schreiten. Okay, wir gehen dann scheinbar nicht. Moment, kann ich jetzt... Oh, ich muss die ganze Zeit dann arbeiten mit dem... Sowohl Dings laufen, als auch hier mit dem Bildschirm dann so drehen und so. Meine Integrität, und ich habe jetzt nicht gelesen, weil ich gerade erzählen musste, aber das macht gar nichts. Wie cool ist das denn? Das ist ein sehr, sehr hübsches Spiel, oder? Also ich bin begeistert bis hierhin. Oh, es fallen bestimmt ganz viele Sachen runter und mein Zuhause. Das hoffentlich gerade ist. Eins. Kapitel 1. Alter, wie cool ist das denn? Das sind so Sachen, die hinterlassen dann direkt mal Eindruck bei mir und deswegen müssen wir die natürlich dann auch testen. Das ist jetzt Level 1, der Speicher, oder was? Wird geladen. Ey, jetzt mal ohne Kack. So der erste Eindruck, richtig hübsch, oder? Also ich bin dabei. Mich hat das Spiel auf jeden Fall schon mal bekommen, sagen wir mal so. Wünsche ich könnte auch sowas Simples so mal eben malen. Wenn ich das jetzt ganz drehe. Jetzt kann ich das ganz drehen. Ach du oh Gott, das wird so viel. Oh, das wird von den Perspektiven her so viel. So desorientierend sein. Ach, es kann ja da drauf laufen. Alter, komm mal klar. Oh, ey, da wird einem. Also ich will nicht wissen, wie oft mir schwindelig werden wird, aber naja, wir werden sehen. Wir machen das dann mal. Darf ich da reingehen? Ich darf da reingehen. Die Bibliothek wird geladen. Ja, dann lass uns mal die Bibliothek laden. Heilige Scheiße. Was ein hübsches Spiel. Und was für ein simples, aber lustiges, gutes Konzept, meiner Meinung nach. Schlüssel also, ja? Da wollen wir wohl mal einen Schlüssel sammeln gehen. Heilige Scheiße. Wenn ich hier nicht durchgehen, gleite. Ja, wie gleite? Oh! Alter, wie hübsch, wie cool, Mann. Die Idee ist so simpel, aber so gut. Wie kann ich denn... Moment, geht das Buch weg, wenn ich das jetzt umkipp? Geht das jetzt weg? Also ich hätte jetzt gedacht, das fällt tatsächlich so raus. Oh Gott, das ist aber anstrengend. Weil, also so mit dem ganzen Drehen und so, aus nächster Nähe. Muss ich da wieder drehen. So aus nächster Nähe, das ist schon durchaus desorientierend. Deswegen werde ich, glaube ich, das eine oder andere Mal mich an der Kamera orientieren. Es ist, so sehr ich das mag, aber das ist eine Sache, die, also ich glaube, boah, Gott, ey, da wird einem wirklich schwindelig von. So jetzt gerade hier wirklich, ich kann dann zwischen Monitor und mir sind ein paar Zentimeter. Da ist dann natürlich so viel anderes dann nicht mehr so im Blickfeld und das... nein, 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 nein. Und meine letzte Erinnerung war die von Schmerz. Oh nein, drücken und halten. Ah, ich kann auch zurückspulen. Man könnte ja schon beinahe vermuten, dass das von den Machern von Braid ist. Muss wahrscheinlich dann jetzt aufpassen, dass das Ding dann nicht rausfällt auf meinen Kopf. Natürlich muss ich aufpassen, dass das Ding nicht auf meinen Kopf fällt. Das heißt, dass ich vermutlich jetzt schon verloren habe. Ja. Sehr interessant. Deshalb muss ich das jetzt aber auch komplett zurückspulen. Ich muss das jetzt komplett zurückspulen. Ja, da müssen wir jetzt... Okay, was ist jetzt die Strategie? Was ist jetzt die Strategie? Ich kann nicht springen. Ich kann auch hier nicht hin. Das heißt, wenn ich da jetzt runtergehe, falle ich sofort in meinen unweigerlichen Tod. Aber zu weit drehen darf ich das dann auch nicht. Nein, 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 nein. Ich kann es auch nicht zu schnell drehen. Das ist eigentlich echt schon klug gemacht. Weil ich kann es nicht so schnell drehen, dass ich irgendwie verhindern kann, dass das Ding sich irgendwie da rausbewegt da oben. Aber ich kann es... keine Ahnung. Schwer zu erklären, was ich gerade meine. Die Frage ist jetzt nur wirklich, wie wir hier vorankommen. Das geht aber sehr, sehr früh los. Nein, fuck. Sehr, sehr früh los mit irgendwelchen Rätseln, die mich quasi an den Rande der Verzweiflung führen. Kann ich einfach... Nein, 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 nein. Geh doch schneller. Nein. Du hattest die Möglichkeit. Du hattest die Möglichkeit, da zu verschwinden, mein Freund. Schön, dass alle Tode hier dann auch weiterhin projiziert werden. Fantastisch. So wird mir dann bloß vor Augen geführt, wie oft ich denn noch so gestorben bin. So, das ist auf jeden Fall schon mal gut so. Warum habe ich das nicht gerade einfach gemacht? Jetzt kann ich einfach da reinlaufen. Jetzt kann ich einfach da hinlaufen. Okay, das war... Oh Gott, das ist jetzt wieder so eine Sache, die wahrscheinlich beim Zugucken wehtut. Ich gebe zu, das hätte schneller gehen können, ja. Ich habe es wahrscheinlich ein bisschen zu überanalysiert wahrscheinlich. Im Grunde genommen einfach mal machen. Das sollte dann vermutlich das Konzept sein oder die Idee sein, die wir hier verfolgen. Einfach mal machen. Mach einfach. Es wird schon irgendwas ergeben in der Regel.
Das Spiel hilft mir schon. Dass das Ding da jetzt so rumschwingt, ist... Also, ich sag mal, beruhigend ist es nicht, sagen wir mal so. Nein. Kann wahrscheinlich auch nicht zu tief fallen. Da bin ich auf jeden Fall um das Ding schon mal rumgelaufen. Für den Moment. Aber das Problem ist jetzt dann natürlich... Könnte ich jetzt natürlich so machen, sodass das Ding dann so hängt, dass es mich nicht berührt. Da kriege ich auf jeden Fall schon mal den Schlüssel. So weit, so gut. Aber das Ding ist, ich komme ja um den Ball jetzt auch nicht rum. Der Ball bringt mich auch um, wenn ich da einfach nur drauf laufe. Ist das richtig? Das ist richtig, ne? Aber warte mal, der ist jetzt da ja drin gefangen. Wenn ich jetzt dann aber irgendwie so hier rumfalle, dann trifft er mich ja gar nicht. Oh, nein. Heilige Scheiße. Da ist so viel Spannung drin. Irgendwie auch. Obwohl es relativ, also für mich jetzt gerade zumindest, obwohl es relativ langsam ist. Weil ich gerade auch feststelle, dass ich mich an das Drehen so ein bisschen gewöhnt habe, glaube ich. Für mich ist da so viel Spannung drin, weil man selbst relativ wenig Kontrolle hat. Das ist so interessant, dass man mal dann, weißt du, nicht nur den Charakter spielt, sondern halt auch die Umgebung und so dann, und so dann Fortschritt quasi erreicht. Das ist für mich ein sehr, sehr interessantes Konzept. Weil... Okay, das hat mir noch gar nichts gebracht. Aber warte mal, ich kann ja den jetzt da so runter machen. Ich kann den hier schon mal so runter machen. Ich konzentriere mich gerade auf den rechten von den beiden. So. Auf den rechten von den beiden, der jetzt links ist. Fantastisch. Wir machen erstmal eins nach dem anderen. Wir machen eins nach dem anderen. Und ich hoffe eigentlich... Moment, der fällt da jetzt einfach nur raus, oder? Ja, nein, der soll ja nicht rausfallen. Tschüss. Das war dann wohl falsch. Okay, aber wie kriegen wir den denn... Wie kriege ich den denn jetzt... zu mir? Wie kriegen wir den jetzt hier hin? Wahrscheinlich... erstmal hier hin. Aber jetzt muss ich dann... Ich muss wahrscheinlich den... Ich schätze jetzt mal, dass ich den dann irgendwie so an den Rand machen muss. Und jetzt dann... Nein. So weit. Oder zu spät angefangen zu drehen. Jetzt dann so anfangen zu drehen, sodass der dann jetzt auf die andere Seite rüberkullert, aber nicht da rein. Nein. Falsch. Ich weiß... Wie? Ich gehe mal davon aus, dass der im Grunde genommen auf die andere Seite muss. Oder da rein. Ja, perfekt. Aber bringt mir jetzt auch nicht so viel. Jetzt sind die beide da, aber bringt mir auch nicht weiter. Na gut auch. Toll. Oh, Moment. Das bringt mir sehr wohl was. Da muss ich jetzt einfach nur hier weitermachen, oder was? Warte mal, stopp, da habe ich einen habe ich ja jetzt schon. So, jetzt habe ich einen. Jetzt muss ich nur noch den zweiten da auch noch rauskriegen. Wie habe ich das jetzt gerade gemacht? Shit. Das war einfach... Eigentlich habe ich ja nur so rumgedreht. Jetzt ist er auch da. Ja, geil. Es ist so viel zum Thema Vertrauen im Level einfach. Das ist tatsächlich... Aber man ist so cool, Alter. So simpel, aber so cool. Ich habe fürchterlich viel Spaß schon wieder. Der Winkel wird geladen. Ja, Gott sei Dank. Du siehst schon aus wie so ein Mathelehrer. Dass du Winkel lädst. Toll, Freund. Das sieht jetzt schon wieder so aus, als... Moment, ich gehe mal davon aus, dass ich es erstmal so drehen muss, weil ansonsten fällt mir das Ding da unmittelbar auf den Kopf. Okay. Dann so. So weit, so gut. Vielleicht ist der Name des Levels schon ein Hinweis auf das, was ich tun muss. Winkel ist ja quasi... Warte mal, aber wenn ich das jetzt einfach so rumdrehe... Dann... Das Problem ist, der fällt jetzt dann aber nicht so, dass der direkt zu der Tür da fällt, oder? Nee, der fällt nicht so, dass er direkt zu der Tür fällt. Das wäre jetzt vielleicht ein kleines bisschen zu einfach, aber... Trotzdem toll. Haben wir trotzdem toll gemacht. Komm, man muss sich dann auch mal selbst loben. Wobei, ich habe mir sagen lassen, Eigenlob stinkt. Stimmt, sagt er. Heilige Scheiße. Eigenlob stinkt, was natürlich der Wahrheit entspricht. Fällt mir jetzt... Nein. Ey, das war aber knapp. Ich habe aber, glaube ich, irgendwann mal eine halbe Sekunde gezögert. Vielleicht ändert das was, wenn ich das nicht tue. Warte mal, wenn ich dann jetzt quasi... Packen wir ihn so in die Ecke. So, der bleibt jetzt da in der Ecke. Ich gehe hier hin. Und jetzt drehen wir das. Und jetzt höre ich aber nicht auf, das zu drehen. Und das Ding bringt mich trotzdem um. Okay, also ist das auch keine Alternative. Das heißt im Prinzip... Es wäre wahrscheinlich cool... Wenn ich den Ball... Irgendwie, nein, shit. Irgendwie da unten rein bekäme. Oder kann ich da jetzt einfach so reingehen? Nee, kann ich nicht. Okay. Versuch was wert. Nein. Das ist natürlich die Frage. Vielleicht muss ich es einfach nur so schnell genug machen. Ich glaube, das ist dann... Nee, das ist, glaube ich, auch zu einfach. Hä? Dann sollten wir uns mal... Vielleicht, das Ding ist, bei solchen Spielen... Ich glaube, dass das einige vielleicht sogar ärgert. Ist es für mich eher so Learning by Doing, als dass ich mich jetzt hier hinstelle, die Sache angucke und analysiere. Probiere ich lieber rum.
Und dann, führt dann aber auch zu nichts. Fantastisch! Moment. Ich hab das jetzt so. Was ist, wenn ich jetzt hier hingehe und das jetzt wieder umdrehe, sodass das Ding da unten reinfällt und ich dann aber nur noch auf die... Ja. Ja, das wird sein. Ja, der fällt jetzt nicht auf meinen Kopf, genau. Der fällt da rein. So bin ich das Ding nämlich los. Jetzt muss ich das dann nur noch quasi so drehen, dass ich da irgendwie drauf... Fantastisch! Aber, ja, okay. Das sind dann so... Also ich sag mal so, das ist wahrscheinlich... Ach, das war's jetzt. Vervollständigt. Ja klar, entschuldige mal. Kapitel 1 reicht dann aber auch. Das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen so, dass dann auch so kleinere Bewegungen etwas mehr ausmachen. Ich habe jetzt die ganze Zeit eigentlich dann nur so agiert, dass dann entweder komplett drehen oder gar nicht. Das waren teilweise jetzt eher so Nuancen, die dazu geführt haben, dass die Kugel da alleine hingerollt ist, ohne dass ich umkippe oder so ein Scheiß. So, das macht dann natürlich mehr Sinn, wenn man das dann so ein bisschen feiner handhabt irgendwie. Ich habe endlich jemanden gefunden, der meine Liebe zu geheimnisvollen Mathematik teilt. Nun wollen wir an einigen meiner Ideen arbeiten. Mit seiner Hilfe könnten meine Träume wahr werden. Okay, cool. Oder? Also da freut man sich doch gleich mit. Mein Zuhause wird geladen. Fantastisch. Ist so ein cooles Spiel. So simpel. Aber so, weißt du, wenn du mal irgendwie so ein bisschen Bock hast auf ein paar Rätsel und so ein bisschen nachdenken möchtest, ziemlich edel. Wie komme ich da hoch? Ach mal, jetzt kann ich auch drehen. Der arme Typ. Die Welt ist ein viel größerer Ort, wenn jeder an der Wand... Was? Keine Ahnung. Irgendwas mit jeder. Wenn an jeder Wand ein Rätsel ist oder was stand da? Irgendwie sowas kann ich mir beinahe vorstellen. Jetzt muss ich hier durch die Decke quasi durchfallen. Fantastisch. Moment, nein. Kann ich hier rausfallen? Hab ich... Scheinbar. Nein, ich möchte hier jetzt nicht wieder. Ist aber auf der anderen Seite dann auch fast schon praktisch, wenn man so keine Treppen im Haus hat, wie er hier. Weil die Treppe ja kaputt ist, da ist sie eigentlich schon wirklich... Heilige Scheiße, so viel zum Thema, ich gewöhne mich an das Drehen. Ist ja im Prinzip schon praktisch, wenn man das dann machen kann. Wenn das Haus das beherrscht. Also ist ja schon, also ist im Grunde genommen ein wunderschöner Bonus. Tolles Bild, ich freue mich riesig. Der Strudel, heilig. Oh nein. Wird das jetzt noch fieser und kommen jetzt Gegner dazu, sodass ich sterben werde? Oh, wird mich das Ding da töten? Es sieht so aus, als würde mich das töten. Wenn ich jetzt raten müsste, wenn ich da jetzt reingehe. Das ist schon fast wie ein schwarzes Loch. Ach du Scheiße. Oh. Aber... Oh. Aber wie komme ich hier jetzt wieder raus? Gar nicht. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich aus dem Strudel gar nicht mehr rauskomme? Das heißt, ich muss jetzt sowohl aufpassen, dass der Schlüssel da nicht reinfällt wahrscheinlich, weil der ist dann auch für... Ja. Okay. Aber immer gut, man braucht natürlich dann... Wie denn jetzt? Weil ich kann ja... Der Schlüssel bewegt sich erst dann... Nein, ich will nicht in den Strudel. Nein. Der Schlüssel bewegt sich erst dann, wenn er so steil ist. Weil wenn er jetzt schon runterfallen würde, wäre... Oder fällt runter. Okay, er fällt langsam runter. Das meine ich mit den Nuancen. Da haben wir jetzt ja nochmal ein gutes Beispiel für. Dass ich das nicht direkt um, keine Ahnung, 90 Grad oder 180 Grad drehen muss, damit irgendwas passiert, was mir weiterhilft. Das war ein gutes Beispiel dafür. Der fällt jetzt bitte an dem Strudel vorbei. Sehr, sehr cool, dass da jetzt dann quasi auch so... Solche Sachen dann auch sind wie, in Anführungsstrichen, Gegner. Ich meine, es ist ja im Prinzip sowas wie ein Gegner. Der Abgrund wird geladen. Ja, toll. Ist ja schön, dass wir den dann auch nochmal sehen. Toll. Mehr Abgründe für mehr abgrundtiefes Überlegen. Meine Damen und Herren, ich persönlich finde ein sehr, sehr cooles Spiel. Link in der Beschreibung wird es auf jeden Fall geben. Dafür bitte Like-Button kaputt kloppen in den Kommentaren von mir. Also auch, was haltet ihr davon? Also ich persönlich, wie gesagt, also vom Artstyle ziemlich cool. Dieses Ding mit der Mathematik, das Thema Mathematik passt dazu, auch wenn es natürlich jetzt nicht zwingend ein Thema ist, für das ich mich brennend interessiere. Aber so dieses Ding, das man dann im Grunde genommen... Ach, ich hätte jetzt weiterlaufen können noch. Dieses Ding, das man im Grunde genommen nicht nur seinen Held steuert, sondern unter... Ich muss mich jetzt fallen lassen, schätze ich mal, ne? Nicht nur seinen Held steuert, sondern eigentlich tendenziell eher... den Raum, in dem er sich befindet. Das finde ich ist ein sehr, sehr interessantes Konzept, das im Grunde genommen den Blick auf Raum und so in Videospielen grundsätzlich verändert. Weil, nein, wir werden jetzt nicht nur runterfallen. Grundsätzlich verändert. Und deswegen fand ich das jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Das Spiel, wie gesagt, stach mir, als ich es gesehen habe, in die Augen und deswegen wollte ich es einfach mal spielen. Und ich glaube, das hat sich gelohnt. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Du offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Yeah, liebe Leute. Tschüss.